Seit Oktober 2021 ist Starlink, das Satelliteninternet von Elon Musk, nicht mehr in der Beta-Phase, sondern offiziell in Deutschland verfügbar und das flächendeckend. SpaceX, das Unternehmen, das hinter Starlink steht, möchte insgesamt 42.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken, um ein digitales Netz um die Erde zu erschaffen, mit dem Ziel schnelles Internet, egal wo man ist. Und das ist ziemlich passend für mich, denn seit einem Monat lebe ich in diesem Haus. Es gibt nur ein Problem, ich habe kein Internet. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay. Die einzige Lösung für mich, Starlink. Deswegen habe ich das Video in 7 Punkte unterteilt, um gemeinsam mit euch herauszufinden, ob ein Monat Starlink wirklich die Lösung ist. Punkt 1, Anschaffungskosten. Wie teuer ist Starlink? Kurz gesagt, arschteuer, denn nur die Hardware, die man braucht, um Starlink überhaupt zu empfangen, beziehungsweise das Internet über Satellit, kostet 499 Euro. Plus 59 Euro für den Versand, plus 99 Euro jeden Monat nur für den Internetservice. Okay. Das sind aber nur die Anschaffungskosten. Keine Stromkosten, ihr habt Starlink noch nicht auf dem Dach und ordentlich verteilt im ganzen Haus. Ihr habt noch nicht extra Hardware gekauft, um besseren WLAN-Empfang zu haben. Alle Kosten, die ich wegen Starlink hatte, liste ich euch auch nochmal Step für Step ganz genau und transparent auf. Aber erstmal reden wir über den zweiten Punkt, nämlich, was ist jetzt der Unterschied von Starlink im Vergleich zur Beta-Phase von Starlink? Es gibt 4 Punkte, die neu an Starlink sind im Vergleich zu Beta. Punkt 1. Eine gute Nachricht für alle Camper, aber auch Menschen, die einfach beruflich viel unterwegs sind, aber verlässliches, schnelles Internet brauchen. Ich denke da zum Beispiel an Felix, Jonas und mich bei unserer letzten Nordcup-Doku, beziehungsweise vielleicht kommt da bald wieder was auf euch drauf zu. Die Starlink-Halterung für unseren nächsten Roadtrip könnte dann so aussehen. Dann noch Solar aufs Dach. Zack, man hat Internet immer unterwegs. Das einzig Entscheidende, ihr müsst euch in der Nähe von einer Basisstation aufhalten und während der Fahrt geht's noch nicht. Ihr könnt einfach mal auf satellitenmap.space gehen. Dort kann man dann nämlich ganz genau anhand der grün markierten Flächen nachvollziehen, wo überall auf der Welt schon Starlink verfügbar ist. Und ihr könnt dort auch live die einzelnen Satelliten verfolgen. Aber kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich es gibt eine neue Antenne. Wenn euch das Video bis hier gefällt, gebt gerne mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, weil dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich möchte nämlich auch ein Jahresfazit zu Starlink machen. Wäre ja schade, wenn ihr das Ganze verpasst. Danke, danke. Die Gen 1 kostet nämlich in der Produktion mehrere tausend Dollar. Das hat Elon Musk selbst beim Mobile World Congress gesagt. Und das ist der Hauptgrund, wieso SpaceX angefangen hat, ein neues Design von dieser Antenne auszuliefern. Diese kosten nämlich in der Produktion dann nur noch 300 Dollar. Einen Unterschied zur Empfangsqualität und demnach auch zur Datengeschwindigkeit gibt es aber nicht. Es gibt nur ein Problem mit dem eckigen Design. Dieses gibt es noch nicht in Deutschland und wird auch nur Stück für Stück in Amerika ganz langsam ausgerollt. Also so richtig verfügbar ist das Ganze noch nicht. Kommen wir zum dritten Punkt, denn den wirklichen Unterschied im Vergleich zur Beta-Phase sollen die Satelliten machen. In dem Video über Starlink von meinem Kollegen Julian schaffte Starlink in der Beta-Phase einen Download von maximal 109,66 Mbits und einen Upload von 19,36 Mbits und eine Latenz im Durchschnitt von 42,96 Millisekunden. Aber ich erwarte mehr, denn auf YouTube findet man mittlerweile Videos, wo Starlink über 400 Mbits im Download schaffen soll. Wie kann das funktionieren? Aktuell befinden sich 1978 Starlink-Satelliten im All. Das sind knapp 400 Starlink-Satelliten mehr als noch bei Julian im Video im Juni 2021. Aber mit 1978 Satelliten haben wir trotzdem nur knapp 4% der versprochenen 42.000 Satelliten. Wie kann die Beta-Phase schon vorbei sein? Starlink ist in Deutschland schon außerhalb der Beta-Phase und soll hier auch unfassbare Geschwindigkeiten erreichen, weil wir zwei Bodenstationen haben. Von den Bodenstationen wird nämlich das Internet zu einem Satelliten geschickt und von dem Satelliten dann zum Beispiel zu mir. Dabei muss der Satellit immer sich zur Bodenstation, aber auch zum Endkonsumenten haben. Das soll aber nicht so bleiben, also kommen wir zu Punkt 4, der sich ändert, Laserlink. Denn oftmals geht der kürzeste Weg, die Welt zu verknüpfen, über die Polkappen. Deswegen gibt es eine neue Version von Starlink-Satelliten, die mittels Laser untereinander kommunizieren können. Das Ganze nennt sich Laserlink und soll gerade dieses Jahr, also 2022, flächendeckend auf der Welt ausgefahren werden. Und da Lichtgeschwindigkeit die höchste erreichbare Geschwindigkeit im Universum ist, schafft man es so, ein globales Netz zu schaffen, bei dem man nicht an den globalen Ausbau an Glasfaser angewiesen ist. Kommen wir jetzt zu Punkt 3, Schwierigkeiten der Installation. Wir haben zwei Freunde bei der Installation geholfen. Die beiden bauen nämlich beruflich Richtfunk und es ist immer gut, Experten mit dabei zu haben. Die simpelste Lösung für uns war Starlink mit einer Mastverlängerung an den Satzschüsselstab zu schrauben. Diese kostet nämlich nur 25,90 und man muss nicht extra nochmal in die Dachpappe reinbohren. Und dann haben wir die Starlink-Antenne an sich mit zwei Bandimax-Schellen einfach an diese Mastverlängerung rangeschraubt. Das Ganze hat wirklich
keine 30 Minuten gedauert, was das Ganze für mich so idiotensicher gemacht hat, dass man die Sicht von Starlink komplett auslesen kann und dann kann man ganz genau nachvollziehen, ob irgendwas in der Umgebung im Weg ist oder ob die Sicht wirklich zu 100% frei ist. Ich packe euch außerdem alle Dinge, die wir verwendet haben, um Starlink zu installieren, einfach mal unten in die Videobeschreibung. Was aber absolut nervig bei der Installation war, war das 30 Meter lange LAN-Kabel von der Antenne. Denn erstens lässt es sich nicht abziehen und zweitens ist es 30 Meter lang. Bei mir musste das LAN-Kabel nämlich nur 2 Meter entfernt in den Dachboden reingezogen werden. Und wenn dabei irgendwie das LAN-Kabel beschädigt wird, ist die komplette Antenne für 500 Euro im Arsch. Bei uns ging zum Glück alles gut. Liegt vielleicht auch daran, dass Peter und Wieland absolute Experten sind bei dem, was sie tun. Sie haben auch nochmal extra den LAN-Stecker abgeklebt, dass auch beim Durchfädeln in den Dachboden wirklich nichts beschädigt wird. Dann mussten wir nur noch das mitgelieferte Netzteil oder besser den Power-over-Ethernet-Adapter in eine Steckdose stecken, den Router verbinden, fertig. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass kein Techniker vorbeikommen musste, ich keinen nervigen Termin machen musste, wo denn der Techniker auf einmal nicht vor meiner Tür steht oder ich auch sonst mit niemandem Kontakt haben musste, um das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Peter und Wieland suchen außerdem noch Verstärkung für ihr Richtfunkteam. Falls ihr noch Interesse an einem spannenden Job habt und ihr kommt aus dem Raum Jena, packe ich euch mal Informationen unten in die Videobeschreibung. Kommen wir zum vierten Punkt. Wie war meine erste Woche mit Starlink? Die Verbindung zu Starlink war wirklich erschreckend einfach. Ihr verbindet nur den Router mit Strom. Der Router baut direkt ein Netzwerk auf. Ihr loggt euch ein und 5 Minuten später ist Starlink fertig, um den ersten Speedtest zu machen. Man muss fairerweise noch dazu sagen, dass in der App steht, dass Starlink 12 Stunden braucht, um sich final auszurichten. Ihr könnt euch das aber sicher bei mir vorstellen. Ich war so aufgeregt, dass ich direkt einen Speedtest gemacht habe. Und der erste Speedtest war okay. Im Vergleich zu dem, was ich im Internet gesehen habe, ich hatte 200 Mbits down und 14 Mbits upload. Ich meine, dafür, dass ich davor 3 Mbits down und 3 Mbits up hatte, ist es schon eine große Veränderung, aber 12 Stunden später sah nochmal alles komplett anders aus. Ich habe nämlich 337 Mbits Download erreicht und 54,6 Mbits im Upload. Dabei ist wichtig zu sagen, dass das Ganze nur ein Peakwert ist und kein Durchschnittswert. Keine Sorge, ich habe aber einen kompletten Tag 24 Stunden lang mal aufgezeichnet, um dann einen Durchschnittswert und auch für euch so ein Gefühl zu bekommen. Darüber reden wir gleich. Es gibt nämlich noch ein Sorgenkind, um das wir uns kümmern müssen, nämlich der Router. Auch wenn ich gerade darüber geschwärmt habe, wie einfach das ist, in den Router sich einzuloggen und das erste Mal ein WLAN aufzubauen, ist der Router an sich für mich komplett unbrauchbar. Nur 2 Meter entfernt sieht man schon Geschwindigkeitsunterschiede im Vergleich, wenn man direkt davor steht. Und zum anderen ist der Router nur in der Lage, über 2 Kanäle gleichzeitig Daten zu übertragen. Das ist genauso das gleiche Ding, wie ich es manchmal bei Tesla habe. Manche Dinge werden super durchdacht und manche Dinge einfach gar nicht. Und ich habe mich richtig erschrocken, weil bei den ganzen Reviews über Starlink habe ich das noch nie so richtig gehört. Habt ihr nie was damit gescheit gemacht und nur ein paar Speedtests gemacht? Ich bin immer noch merkbar enttäuscht und ich finde es auch gerade witzig, wie der Hintergrund sich richtig zuzieht, wo wir immer dramatischer werden. Aber keine Sorge, ich habe eine Lösung gefunden. Also Punkt 5. Hardware-Probleme. Eine Sache, die ich direkt erstmal gecheckt habe, ist, ob es Probleme in meinem Netzwerk gibt oder auf meinem Computer. Dafür habe ich Avast One auf alle Geräte bei uns im Netzwerk installiert und Kuss geht raus an Avast für die Unterstützung bei diesem Video und auch bei der Problemhilfe. Was ich zudem so an Avast One feier ist, dass das Ganze so clean und simpel aufgebaut ist. Ihr könnt in einer Übersicht alle eure Shortcut-Funktionen euch anzeigen lassen. So kann ich Avast One auf meine Bedürfnisse anpassen. Mir ist zum Beispiel extrem meine Privatsphäre im Internet wichtig. Ich nutze immer eine VPN-Verbindung, weil die ganzen Datenkraken sowieso im Internet schon genügend über mich wissen. Da müssen die nicht noch mehr Einblick über mein Suchverhalten bekommen. Aber vor allem möchte ich beim Online-Banking, aber auch bei der Passworteingabe einfach sicher sein, dass nur ich das sehe, was ich gerade eingebe. Zudem kann Avast One aber auch euren langsamen Computer wieder schnell machen, weil es die Daten, die erstens nicht lange benutzt werden und zweitens einfach unnötig sind, auf eurem Computer löschen kann. Und Avast One gibt es nicht nur für den Computer, also Mac und Windows, sondern auch für Android und iOS. Das heißt, alle Geräte sind abgedeckt. Viele Funktionen, die ich euch gerade genannt habe, sind kostenlos. Auch der VPN für 5 GB die Woche ist komplett kostenlos. Checkt einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung. Und zum Glück war bei mir keine Software installiert, die schädlich fürs Netzwerk war, sondern es war wirklich
der Router. Das Witzige ist, im Studio hatten wir schon exakt das gleiche Problem, nämlich mit diesem Vodafone-Router. Der kann nämlich auch nur Daten über zwei Kanäle ausgeben. Das heißt, wenn Felix und Jonas jeweils ein Video hochgeladen haben, dann konnte ich mich schön über 4G mit einem Hotspot mit meinem Computer verbinden, weil es hat einfach nichts geladen. Im Studio habe ich das Problem mit einem Ubiquiti Access Point gelöst. Das einzige Problem an dem ist, der kostet nochmal 133,40 Euro. Da drüben seht ihr schon den Access Point aus der Decke rausbaumeln. Und so stiegen bis jetzt die Hardwarekosten nur für Router und Antenne auf 691,40 Euro. Und somit kommen wir zu Punkt 6. Starlink nach 4 Wochen im Alltag. Und das möchte ich jetzt nochmal in 2 Punkte unterteilen. Einmal subjektive Einschätzung, also wie hat es mir gefallen, kam ich klar? Und dann nochmal objektive Einschätzung, wo ich ganz genau für 24 Stunden lang den Internet-Speed getestet habe, aber auch mit einem Ping-Plotter den Ping getestet habe, dass man auch nochmal sieht, kam es zu Ausfällen und wenn ja, wie lang und wie schlimm. Meine subjektive Einschätzung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin super zufrieden. Ich war mit dem alten Router überhaupt nicht zufrieden und die erste Woche war auch ziemlich nervend. Aber seitdem ich den Ubiquiti Access Point habe, funktioniert alles super. Ich hatte keinen einzigen Moment, wo das Internet nicht weiter geladen hat, weil es offline war. Tatsächlich war das so ein Punkt, vor dem ich so ein bisschen Respekt hatte, dass das Internet einfach mal ausfällt, weil es funktioniert ja über einen Satelliten. Was ist, wenn es mal regnet? Was ist, wenn schlechtes Wetter ist? Was ist, wenn Wolken dazwischen sind? Das waren alles so Gedanken, die ich im Kopf hatte, die für mich die Experience von Starlink ein bisschen verschlechtert haben. Aber das war nur in der Theorie so und nur in meinem Kopf. In echt merkt man keinen Unterschied. Das einzige Problem, was ich wirklich mit Starlink habe, ist, dass es so extrem teuer ist. Ich meine 99 Euro im Monat und da sind noch keine Stromkosten dazugerechnet. Die habe ich aber auch noch für einen kompletten Monat ausgewertet. Reden wir gleich drüber. Das ist fast schon ein Leasing für ein Auto. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Interesse sehr hoch ist, euch meine Fratze jede Woche zu präsentieren. Und demnach ist es für mich wirklich wichtig, schnelles und zuverlässiges Internet zu haben. Und ich muss nicht 10 Jahre auf die Telekom warten, bis sie sich mal endlich entscheidet, hier auch DSL hinzuverlegen oder im besten Fall Glasfaser. Und ich kann die ganze Entwicklung von Starlink noch miterleben. Das heißt, das Internet soll ja 1000 Mbit schnell werden im Upload und Download. Aber reden wir über den objektiven Test, weil dort sehen wir, wie schnell das Internet wirklich war. Hier seht ihr mal einen Graphen, wo ich die Downloadgeschwindigkeit vom Netzwerk über 12 Stunden gemessen habe. Und das ist wirklich ein guter Durchschnittswert. 200 Mbit sind für mich ein Gamechanger. Ich hatte davor 3 Mbits. Beim Upload habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, das Ganze so zu tracken wie beim Download. Dort habe ich über 12 Stunden alle 15 Minuten einfach einen Speedtest gemacht und das in so eine Tabelle eingetragen. Dort kam ich auf einen Durchschnittswert von 30 Mbits und das ist für mich komplett ausreichend. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte gern noch einen besseren Upload. Gerade für YouTube-Videos ist es einfach extrem wichtig, aber mit 30 Mbits kommt man schon echt weit. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Internet zu Hause habt. Dann können wir uns so untereinander vergleichen, ob ihr über Starlink seid oder unter Starlink seid. Aber einen wichtigen Test habe ich noch gemacht, nämlich Ping-Plotter. Mein Durchschnittswert vom Ping sind 50,2 Millisekunden. Der geringste Wert sind 20,9 Millisekunden. Ich hatte einmal um 1.30 Uhr nachts einen wirklichen Ausfall vom Internet von 4 Minuten, aber dann nur mal so ein paar Sekunden. Hier zum Beispiel habe ich einen Packet-Loss von 100%, also da habe ich wirklich gar kein Internet gehabt, aber das halt auch nur für eine Sekunde. Und das konnte ich schon ein paar Mal messen, also gerade wer viel auf einen Server zugreift, für den ist es vielleicht ein bisschen doof, also eine direkte VPN-Verbindung, weil man dann immer aus dem Server rausgekickt wird. Und fürs Zocken ist es definitiv nicht das Beste, aber wenn man jetzt nicht in der Top 10 mitspielt oder sonst irgendwas, ist es, glaube ich, komplett ausreichend. Für mich und mein ganzer Job findet im Internet statt, ist es komplett ausreichend, aber wir müssen noch über das letzte Thema reden, nämlich Punkt 7, Stromkosten und damit die gesamten Unterhaltskosten. Ich habe wie so ein richtiger Allmann mir so einen Stromkostenzählergerät gekauft und Starlink hat im Durchschnitt 110 Watt verbraucht, was echt eine Menge ist und das sind 72,9 Kilowatt pro Monat. Die Kilowattstunde kostet aktuell 37 Cent, also kommt man auf gesamte Kosten pro Monat von 29,30 Euro reine Stromkosten. Wenn man das addiert mit den 99 Euro von Starlink, kommt man auf 128,30 Euro. Und das muss man echt wollen, das schmerzt nämlich schon ordentlich. Und wenn man sich dann noch die gesamten Anschaffungskosten anguckt, dann wird einem fast schon schlecht. Denn ich habe 25,90 Euro
für den Maststab, also für die Verlängerung gezahlt. 15,99 € für die Schellen, 558 € für Starlink inklusive Versand, 133,40 € für den neuen Access Point, 9,75 € und 3,65 € für zwei LAN-Kabel. Und damit haben wir insgesamt 746,69 € Anschaffungskosten. Trotzdem werde ich Starlink behalten, weil es mich durch und durch überzeugt hat. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung über Starlink unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten findet ihr hier noch meinen Erfahrungsbericht zu 12 Monaten Model 3 und hier habe ich noch das schlechteste Apple-Produkt jemals gekauft. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ciao!